Ja, servus, ich darf euch begrüßen aus dem neuen California T6.1. Ich habe super geschlafen, ich habe fast 2 Meter und das Bett hat 2 Meter, insofern gar kein Problem. 1,20 Meter Breite, das heißt, wenn einer neben mir liegt, ist auch kein Problem. Außer es hat über 2 Meter, aber das ist ganz selten der Fall. Und warum ich sogar geschlafen habe, weil dieses super Bett ist eine dünne Matratze und drunter ganz moderne Tellerfedern. Da schlaft er so gut, ist viel besser wie der Lattenrost, das ist ein Nein. Und das super Panoramafenster, aus dem jetzt rausschaut, das kann man natürlich zumachen. Und zwar ganz zumachen oder man kann es so, dass ein Teil auf ist, nur gegen Mückenschutz. Das haben wir natürlich links und rechts auch drauf. Super Sache. Ansonsten haben wir auch Lampen. Da kann man aus- und einschalten von da unten. Für beide Seiten. Da herum ist noch eine Steckdose, da kannst du irgendwas einstecken. Laptop oder sonst was, Handy aufladen. Also top. Wichtig ist da ein Schlafzimmer da herum. Und wenn man mal da herum schlafen will oder muss, im Winter, wenn es sehr kalt ist, es gibt ein Isotop, das wird innen eingehängt aus Gore-Tex und dann wird es richtig warm. Und das kann man sogar drin lassen, wenn man es da runterklappt, das ist das Besondere. Jetzt sind wir sozusagen in der Küche von unserem T6.1. Wir haben oben super Lampen, kann man schön arbeiten, überall. Und unten haben wir sogar eine Ambientbeleuchtung. Schaut mal, da wird es richtig kuschelig. So, jetzt schauen wir uns mal die Schränke an. Haben wir unten zwei große Schränke, beim rechten Schrank unten zwei Fächer, einen Haufen Platz und oben ein Geschirrfach mit Softglas. Das ist fein, sowas habe ich nicht einmal daheim. Links haben wir auch einen Haufen Platz. Und unten links ist der Hahn fürs Abwasser und oben links ist der Gashahn. Hinten ist noch Platz fürs Wandreieck und für den Verbandskasten. So, jetzt schauen wir uns den Küchenblock mal von oben an. Haben wir erstmal eine Top-Arbeitsfläche. Du, da kannst du dein Radio schneiden, wenn du das Brettl vergessen hast. Ansonsten haben wir hier neue Schnapper zum Aufmachen. Haben wir rechts die Spüle. In der Mitte ein Herd mit zwei Kochstellen und links einen riesen Kühlschrank mit 42 Liter. Mei, das ist sogar noch Bier drin. Und sagen wir ehrlich, manchmal ist es ganz gut, wenn man mit Koch das Fenster aufmacht. Das ist alles ganz einfach. Einfach noch links schieben. Und wenn ich links mehr Licht brauche, weil Gewürzregal kann ich auch einfach frischieren. Ja. Und nachdem es kaum so geht, wenn ich mir zum Essen einlade, mache ich mir einfach als Rolutzer. Dann habe ich mehr Ruhe. Und zum Essen brauchen wir noch einen Tisch und der ist ja super raffiniert eingebaut und ist ganz einfach aufzubauen. Dann reindrucken, dann vorschirmen, aufklappen, rausziehen bis eingelackt, da verlängern und top und er steht da. Wie eine Eins in Sekunden. Was total raffiniert ist, da in der Tür, das ist der Campingtisch für draußen. Und der geht ganz einfach raus. Zack. Schauen wir's. Hey, was fast noch genialer ist, aber der Tisch in der Schiebetür, das sind die Stühle da oben, schaut mal. Sind da zwei Stühle drin, da in Triegeln, rausziehen. Und schon haben wir's. Jetzt fahren wir gleich die Markise raus. Nicht, dass ich nach dem dritten Weißbier einen Sonnenbrand kriege. Das ist ganz einfach die Kurbel. Die ist im Stauraum unter der Sitzbank. Und dann einfach da rein. Und Kurbeln. Erst einmal so einen guten Meter aussehen. Und dann werden wir schon die Fürsten ausklappen. Und dann wird weiter kurbelt. So, das langt. Die Markisenstützen sind unter der Blende. Die Blende einfach vorklappen und dann kann man schon rausholen. Da ist eine kleine Feder drin. Dann muss man anziehen und schon kann man es raus tun. Ich nehme erstmal den linken, dann geht er schon wieder Fuß. Dann nach oben ziehen. Und den Verschluss, den klappt man einfach ganz nach oben. Dann ist der fest. Bevor wir weiterkurbeln an der Markise, drehen wir den Fuß ein bisschen vor. Und dann drehen wir so weit kurbeln, soweit es braucht. Und schon haben wir es. So, ganz wichtig, das umklappen. Und dann kommen wir vorne und hinten wie das Haring rein. Sonst haut sich die Markisen um die Ohren. Und das ganze Auto fliegt weg. Das will doch keiner. Jetzt bauen wir mal das Bett auf und das ist ganz einfach, wenn man weiß, wie es geht. Einfach mal in die Mitte sitzen, rechte Hand an den Griff, Griff weit vorziehen, dann ein bisschen anhalten und schön auf Vorschirm, bis das Bett einrastet. Dann werden wir die Kopfstützen wegklappen, dann muss man in der Mitte draufdrücken und zack, schon sind sie weg.
dann müssen wir die Rückenlehne umklappen. Dazu brauchen wir die Schlaufe, die ist zwischen die Gurtschlösser, muss man ein bisschen fummeln, aber man findet es dann schon. Und dann kräftig anziehen und dann nach hinten drücken, bis einschlagt. Und so haben wir eine super glatte Fläche. Hey, und damit man richtig gut schlafen kann, werden wir die saugmütliche Schlafauflage einfach nach vorne. Ah, und schon haben wir ein super Bett. Das Hechste. Und sagen wir ganz ehrlich, jetzt muss nicht jeder wissen, was ich in dem Auto treibe. Da gibt es also für die Seitenfenster Stoffe mit Magneten. Und für vorn zieht man da was raus. Erst unten einhängen, dann oben die Klappe vor und dann in das Loch rein. Gibt es auf beide Seiten und dann Sonnenblende runter und schon kannst du machen, was du willst. So, jetzt bauen wir es wieder zusammen. Jawohl. Thema Stauraum gibt es auch einen Haufen beim Bulli. Haben wir da hinten den Kleiderschrank. Kann man rechts ab. Da ist auch noch ein Spiegel drin, da kannst du sogar noch schminken, wenn es ist. So, den kann man da hinter schirmen. Da haben wir Platz für mehr Ersatzlederhosen. Hinten haben wir ein großes Fach. Geht auch noch ohne Ende was rein. Und unterm Sitz haben wir auch noch einen riesen Stauraum für alles Mögliche. Und da ist auch die Kurbel drin für die Markise, wenn es war. Zum Tanken müssen wir erst mit dem Fahrrad aufmachen. Dann können wir die Klappen vor. Und schon können wir sauber tanken. Oben Diesel, unten AdBlue. Und seid so gut als Tipp, nehmt das AdBlue von der Zapfsäule, nicht irgendwie auf einen Kanister. Es gibt aber so eine Sauerei. Das braucht doch kein Mensch. Da hinten haben wir das Frischwasser, Zufuhr, mit einem Schloss natürlich, dass nicht irgendwann was reinschüttet. Von außen ist es praktisch, ist nicht bei allen Wohnmobilen. Und da haben wir einen Strom, Klappe auf, die Kappe auf. Und das Gute ist, die Kappen, die schirmen wir damit rein. Die muss nicht irgendwie außen hängen und schon haben wir es drin. Und zum Nausmachen, links den Knopf drücken, zack, und schon haben wir es. Hinten haben wir noch einen sauberen Schrank. Da unten ist die Gasflaschen drin. Und da unten ist nicht nur die Gasflaschen drin. Hinten ist auch die Hauptsicherung für 220 Volt und der Hebel, um das Frischwasser abzulassen. Und hinter derer Klappen, da kann man die Dusche anstecken, die Außendusche. Vor dem Duschen anschalten, dann kann ich mich duschen. Mache ich natürlich nicht. Nach dem Duschen ausschalten, weil wenn ich mich jetzt dann nackt duschen darf, das darf viel zu viel ablenken von dem schönen Auto. Zum Radlständer einfach da oben aufmachen. Abklappen, Radl drauf, das nach vorn, Rahmen festschrauben, Radl da drauf, unten die Reifen festmachen. Und schauen wir das auch. Zu dem Display da oben habe ich noch ein paar Fragen, obwohl es selbst gelernt ist, bin schon gut zurechtgekommen. Darum bin ich ins Autohaus gefahren, wo ich das Auto eh habe. Und das ist der Jürgen Ballweg, der erklärt mir jetzt noch die Details. Jürgen! Hey, grüß dich, Roland! Grüß dich, sauber! Wie geht's dir? Ja, passt alles! Läuft alles? Alles wunderbar, top Auto! Kommst du recht? Alles klar! Gut. Zu dem Display habe ich noch ein paar Detailfragen. Ja? Geh mich schnell rüber! Ja, schön, super! So, Roland, schön, dass du da bist. Und ich habe dir ja gesagt, wenn du Fragen hast, kannst du jederzeit vorbeikommen. Und das Display da oben ist jetzt etwas umfangreicher geworden, deswegen gehen wir es jetzt mal gemeinsam durch. Also, beginnend mit dem ersten Display-Bildschirm. Wir haben insgesamt drei. Haben wir hier das Datum, die Uhrzeit. Wir haben hier den Frischwassertank, also der leer, voll oder wie voll auch immer ist. Den Abwassertank. Und wir haben hier die Anzeige für die Batterien. Wir haben insgesamt zwei Zusatzbatterien, 2x75 Ampere, die jetzt im Moment so zwei Drittel voll sind. Die laden auch normalerweise während der Fahrt maximal nur 80%. So, dann kommen wir zur zweiten Seite. Da haben wir die Kühlbox. Die Kühlbox kann ich hier einfach einschalten. Das sehe ich hier an diesem Symbol. Ich habe die Kühlstufe 3. Die kann ich bis Maximum, dann gefriert er oder Minimum. 3 ist die richtige Stufe. Das ist eigentlich so das normale Kühlschranktemperatur. Und ich kann hier noch einstellen, wann ich den Kühlschrank einschalten möchte. Ob ich den in 3, 4, 5 oder 6 Stunden einschalten möchte, kann ich alles hier einstellen.
So, jetzt machen wir die Kühlbox wieder aus. Jetzt ist sie wieder aus. Standheizung. Wir haben hier zwei Betriebsarten. Wir haben Lüften und wir haben Heizen. Wir wollen heizen normalerweise. Wir sagen, wir haben Stufe 4, 3, 2, was auch immer. Und ich sage Dauerheizen aktivieren. Hier. Und jetzt ist die Heizung an. Die Stufe kann ich jetzt noch verstellen. Kann ich auch währenddessen wieder verstellen. Okay, Heizung läuft. Oder Heizung schaltet jetzt ein. Das dauert einen Moment und dann schaltet die Heizung ein. Oder ich sage sofort heizen, dann macht er das. Zack. Okay. Wir kommen zum Campingmodus. Da gibt es einen Campingmodus, den kann ich aktivieren, dass ich hinten die Lichter alle aus- und einschalten kann. Ich kann hier auch einstellen, wenn ich eine Tür öffne, ob vorne die Lichter angehen, ob sie hinten angehen. Das ist alles hier einstellbar, ist aber auch sehr einfach. Dann kommen wir zum Maximalladen. Das ist ein Punkt, den können wir im Moment nicht machen, weil wir müssen fahren dazu. Wenn du unterwegs bist und möchtest irgendwo am See übernachten und stehst dort 2, 3, 4 Tage, damit die Batterien, die zwei Zusatzbatterien wohlgemerkt, richtig voll werden, also zu 100%, dann gehe ich auf Maximalladen, muss dazu natürlich noch 2 Stunden fahren, bis 3, dass die auch 100% voll werden. Dann habe ich die maximale Kapazität zur Verfügung. Dann haben wir hier die Niveauanzeige, die ist hier. Wir stehen jetzt leicht nach vorne, wir stehen leicht nach links und rechts. Wir können hier auch durch Wackeln des Autos sehen wir, das funktioniert. Das misst wirklich jedes Grad und ich kann mich ausrichten, damit ich besser schlafe. Dann gibt es einen Wecker, wenn ich den benötige, kann ich den hier aktivieren. 13.42 Uhr oder ich gehe auf Einstellungen und kann das Ganze hier ändern. Wecker aus. Sonnenaufgang, da weckt er mich zum Sonnenaufgang. Dann haben wir als nächstes den Timer. Da kann ich alle möglichen Zeiten runterzählen lassen. Oder wenn ich mir in der Früh ein paar Frühstückseier koche, kann ich hier sagen, weichgekochte Eier, 6 Minuten 10, starten. So, jetzt läuft die Zeit runter und nach 6 Minuten 10 gibt es einen Ton. Wir wollen abbrechen. Als nächstes kommt die Lichtfunktion. Wir können hier einen Sonnenaufgang simulieren. Wir haben Bedienung Lichtbereiche, die kann ich einzeln an-, ausschalten und dimmen. Also alles im Fahrgastraum. Das ist das Licht über der Küche, das ist an der Schiebetür, das sind die Lichter im Dach, das sind die Heckleuchten in der Heckklappe. Das ist alles einstellbar. Oder ich sage Wohnraumlicht ausschalten. Als nächstes sind wir beim Setup. Hier kann ich verschiedene Einstellungen durchziehen. Ich kann die Grad oder Fahrenheit stellen. Ich kann die Sprache ändern und so weiter. Dann gibt es Display aus. Da kann ich das Display ausschalten, muss ich aber nicht. Das schaltet sich sowieso automatisch nach einer gewissen Zeit aus. So, das war es jetzt mit dem neuen Display oder der Camper Unit. Und ich hoffe, ich habe das verständlich erklärt und ihr habt alles verstanden. Wer doch noch Fragen hat zum neuen California, kann sich gerne an uns wenden. Wir sind jederzeit für euch da. Was ich noch gar nicht gewusst habe, das hat mir der Jürgen gerade erzählt, das ist nicht nur ein Bett, das ist eine richtige Couch. Schaut mir ein Möbelstück. Da kann ich das aufklappen und was lesen. Wenn das nicht lästig ist, dann weiß ich es nicht. Ha? Kalifornien. Da fahre ich nicht mehr hin. Zumindest nicht mit dem Auto. Aber in meinem Kalifornien, da schauen wir bei uns die Gegend um, fahren wir an und genießt das Leben. Bei uns ist es so schön. Servus, der Roland. Und alle meine Videos zu dem schönen Auto findest du unter folgender Homepage.